Franzi und heute mache ich ein und heute möchte ich ein Festbrettli machen, aber halt nicht als Festbrettli, sondern als Spätzlisbrett. Ich weiß nicht, ich bin ja ein Schwabe und das müssen wir irgendwie auch mal vermitteln, dass wir da eine Kultur haben mit Spätzli. Das kennt ja eigentlich jeder und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Ich habe nur die Klimsia-Sachen und das säge ich mir so auseinander und dann habe ich so die Höhe und dann mache ich da einfach und klebe das zusammen oder leime das zusammen und dann presse ich das und dann machen wir das Spätzlisbrett und danach machen wir zusammen Spätzle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also als erstes säge ich das kurz auf und dann, wie gesagt, leime ich das zusammen. Machen wir es einfach noch ein bisschen sauber, die Ränder. Leimen mit relativ viel Druck und dann habe ich hier den Tight Bond, das ist spezieller Reversible Bond, ideal für Crackling und Effekt. Das ist so ein, das ist für den, was sagt man, Musikbau. Und der härtet komplett aus. Also da denke ich, das hoffe ich mal, dass es das richtige ist. Müssen wir ja noch den abhobeln. Da wäre ich jetzt schon toll, wenn ich einen Abrichthobel hätte, Abrichtdickenhobel, aber das habe ich halt nicht. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Aber da finden wir auch eine Lösung dafür. So. Also ein Ding hätte als ein der Duo-Dübler oder der Domino-Dübler, der hätte es bestimmt keinen Wert gehabt, weil es ist einfach dann zu schmal. Das ist ein bisschen früh, denke ich, aber steht drauf nach 30 Minuten und man soll es halt nicht bearbeiten, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Ja, jetzt hobeln wir das einfach mal ab und dann sehen wir weiter. Stabil ist es, da hat es einen kleinen Kratzer drin, aber den bringen wir vielleicht noch raus. Jetzt nehmen wir das. Ja, noch ein bisschen schneller schleifen. Ah.
aufzeichnet und werde dann das kurz aussehen. Werde ich das nochmal schleifen, das Ganze hier festspannen und dann werde ich das vielleicht noch auffüllen mit dem, mal sehen, wie es weg ist. Das ist mal so richtig. Dann gucke ich mal, wie weit ich den kleinen Riss dann noch rausbringe. Wie ihr seht, habe ich es jetzt geschliffen, das bringe ich nicht ganz raus. Das ist hier ist besser, das ist aber Leim, das ist also kein Loch. So, da muss ich noch ein bisschen was machen, das kann ich mit dem Fräser machen. Das schaue ich mir jetzt mal an, aber sonst, und dann hier mal noch zuerst eben schneiden. Und dann muss ja hier noch eine Kante hin, also das darf nicht gerade sein, sondern das muss spitz werden, also von einer Seite her. Das machen wir als nächstes. Machen wir zuerst hier gerade und dann gehen wir auf die Oberfräse und gucken mal, was wir da noch machen können. So, jetzt machen wir eine schöne Kante. Jetzt habe ich da wieder ein bisschen Folie rausgelassen, das ist ziemlich gerade. Und das machen wir mal mit dem Brennpeter, also mal eine Brennmalerei. Dann haben wir da kein Problem mit Lebensmitteln oder mit Dings. Das geht also auch. Das heißt, ich nehme jetzt einfach noch einen Bleistift, mal das kurz aus. Ist eigentlich immer so, dass mit den Konturen, das ist immer schwierig. Es geht auch mit Blaupause natürlich. Mal gucken, was da. Es geht eben. Der Brille ein bisschen hochnehmen.
Du isst aber trotzdem noch ein bisschen Eiöler. Ich mache Walnussöl drauf. Ich habe noch ein bisschen was drauf. Walnussöl ist kein Problem. Das kann nicht schaden. Das nimmt auch nicht viel auf. Ich habe da einen kleinen Riss drin, also einen Spalt. Aber das ist jetzt eigentlich, sag ich mal, naja, es wird nicht sein müssen. Aber das kann ich jetzt trotzdem verwenden. Nun, dann probieren wir es einfach mal aus. Spätzles Teig ist relativ einfach, das ist bloß Eier und Mehl. Dann mache ich hier den Teig drauf. Relativ flach. Salz ins Wasser. Hoffentlich sieht man das nachher auch. Ein bisschen glatt streichen. Und dann hebe ich das so und dann schaffe ich das bloß so rein. Kurz mal wieder ins Wasser halten. Vorziehen. Und die sollen ja eigentlich gleich werden, das ist ja das Typische vom Spätzle. Ich habe jetzt einen ziemlich kleinen Topf, war halt gerade kein anderer frei. Ich habe den Fatos halt. Da sieht man das. Da habe ich nicht die Riesentöpfe. Sonst ist eigentlich ein bisschen immer. Du nimmst, je größer der Topf, desto mehr hast du Platz drin. So. Das ist jetzt eigentlich die beste Kelle dafür, aber... So, dann kommt jetzt die zweite Schuhe. Gas ist noch eine ganz kleine Sache. So, das wieder glatt streichen. Ein bisschen eintauchen. Also Spätzlesbrett funktioniert. Ich habe jetzt eigentlich auch mein erstes Spätzlesbrett, wo ich bis jetzt gebaut habe. Ich glaube, das wird auf YouTube auch noch keiner gebaut haben. Ich zeige es euch nochmal so. So, und fertig sind die Spätzle. Das waren jetzt zwei Eier und ein bisschen Mehl. Ich wiege das nie ab. Da gibt es also auch die größten Diskussionen. Der eine macht Grieß rein, der andere macht Mineralwasser, habe ich schon erlebt. Jeder macht was anderes. Ich mache nur Mehl, Eier und vielleicht ein bisschen Wasser. Aber sonst viel mehr braucht man eigentlich nicht dazu. So, jetzt kocht es auf. Dann sind die Spätzle fertig. Wichtig ist noch abschrecken, ja, das seht ihr ja, also in kaltes Wasser. Und dann, wenn man sie lagert, ein bisschen Öl reinmachen, Salatöl, oder wenn man sie gleich verwendet, da brauche ich es nicht dran machen. Also ich kann die jetzt gleich verwenden, aber die mache ich jetzt, die leere ich jetzt einfach ab. Hier werden sie kalt machen, die sind schon kalt, der Topf war relativ groß, abschütteln.
kann man sie entweder hier trocknen lassen oder ich mache sie kurz hier hin. Das ist sauber, das ist ein Ding. Und schon haben wir die schönsten Spätzle fertig. Ich denke, die sind sehr gut geworden. Ja, jetzt habt ihr noch praktisch einen kleinen Kochkurs gekriegt. Ich hoffe, die einen machen Fetschpapierbrettchen. Ich habe jetzt mal ein Spätzlesbrett gemacht. Wie gesagt, der kleine Spalt stört nicht groß. Es ist zum Arbeiten da. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und vielleicht, mein Nachbauen wird das jetzt vielleicht keiner. Ich dachte, es ist schon mal ein Gag wert. Es ist schon mal was anderes, was man auch mit einem Fetschpapierbrettchen machen kann. Besser wäre es natürlich, wenn man es aus einem Teil schneidet. Aber ich hatte jetzt gerade nichts so Dünnes da. Und das war halt ein bisschen ein Aufwand, das zu machen. Aber ich denke, es ist ganz gut gelungen. Das kommt zu mir in meine Schublade rein. Das werde ich noch hoffentlich lang benutzen können. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Woche. Macht's ganz gut. Tschüss, euer Hansi.